Hallo liebe Mallorca-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von unserem Spaziergang von Can Bastia, Playa de Palma, Richtung Palma de Mallorca, um die Strände jenseits der Playa de Palma Richtung Palma abzuklappern und euch da einiges zu zeigen, damit ihr sehen könnt, ob es ein paar Alternativen für euch auch gibt zur Playa. Hier sind wir am Bungalow in Escol de Ravassa und gehen Richtung Ciutat Jardí. Da gibt es den großen Strand auch. Ja, viel Spaß dabei, kommt mit. Liked das Video, wenn es euch gefällt, kommentiert, stellt Fragen, äußert Wünsche, wie ihr wollt. Wir freuen uns über jede Unterstützung des Kanals. Ja, und jetzt sind wir schon in Ciutat Jardí. Wunderbarer Ausblick, ne? Weiter hinten sieht man dann die Kathedrale, aber das sieht man dann später auch noch besser. Liebe Leute, viel Spaß mit uns und mit dem Spaziergang. Ja, das ist eigentlich so eine Playa, die Palma in klein, nur es ist wesentlich weniger los und das ist mehr von Einheimischen frequentiert und von Leuten, die halt hier wohnen. Ja, der Optik nach könnte man eigentlich echt meinen, man wäre an der Playa de Palma. Aber nein, sind wir ja nicht direkt. Wir sind ein entscheidendes Stück mehr am Palma de Mallorca, am Zentrum mit der Kathedrale dran. Ja, Ciutat Jardí, blendend weißer Sandstrand. Unglaublich und ja, ich denke keinesfalls schlechter als die wunderbare Playa de Palma. Liegt noch ein bisschen an der Einflussschneise, aber ich finde es jetzt nicht so dolle, obwohl wir ja Hauptsaison haben. Hier gibt es kostenlose Schattenplätze, aber die sind eigentlich auch immer belegt. So, ja, liebe Mallorca-Freunde, das ist ja jetzt hier gerade eine Reihe aus der Serie Mallorca Playa de Palma für Nerds, weil wir nicht an der unmittelbaren Playa de Palma sind, sondern Ciutat Jardí. Ja, das ist der erste unmittelbare große Hausstrand von Palma de Mallorca. Davor Richtung Can Bastia gab es noch natürlich die Catacamba, die Cala Estancia und so kleinere Buchten. Ja, das ist auf dem Teil dieser Serie den Teil davor. Ja, jetzt laufen wir immer weiter Richtung Palma. Schauen uns die einzelnen Strände und Strandabschnitte. Viel Spaß dabei! Liebe Leute, mein Favorit für heute ist eigentlich bis jetzt hier diese kleine Bucht direkt hinter dem Ciutat
Hardy-Strand. Das ist hier schon in Escol de Ravassa. Hier gibt es lauter so kleine Buchten. Naja, Buchten ist übertrieben. Ich glaube nicht, dass es natürlich ist. Das sind so künstlich angelegte Badebuchten, nehme ich mal an. Und ja, da kann man prima schwimmen, tief genug. Und es ist überhaupt nicht überlaufen. Ja, da hinten ist auch dieser berühmte, weiß nicht, Kegel. Da kommen wir dann auch gleich näher dran, wenn wir weitergehen. Escol de Ravassa, Richtung Palma de Mallorca. Ja, liebe Mallorca-Freunde, das ist echt der Hit hier. Escol de Ravassa und seine kleinen Buchten. Ich habe hier gefühlt stundenlang geschwommen. Erholungseffekt pur. Ruhe, tolles Wasser. Wow. Ja, das ist jetzt mein neuester ganz heißer Geheimtipp zwischen der Playa de Palma und der Innenstadt von Palma de Mallorca, gelegen in Escol de Ravassa. Ja, liebe Leute, Escol de Ravassa, es wie Escol de Ravassa. Es gibt hier auch überall immer diese Sonnen. Schutzvorrichtungen, Unterstände. Das ist eigentlich schon die ganze Strecke so seit Escarnage.
seht's. Wieder kleine Bucht. Ja, da vorne ist dann Portichol, der Hafen von Portichol. Wir haben ja eigentlich das Thema Strände zwischen Palma und Playa de Palma. Aber das ist doch hier echt ganz nice. Das wollte ich euch zeigen. Hier gibt es auch noch sowas wie einen Dorfplatz in Portichol. Natürlich alles in gentrifiziert. Mal schauen, guck mal, so ein kleines Fischerhäuschen. So waren hier früher die Häuschen. Ist das nicht toll? Auf geht's zum Hafen. Und wie ihr sehen könnt, Portichol hat selbst auch noch einen kleinen Hausstrand, auch ein öffentlicher Strand. Oder Bötchenhafen Club Nautic Portichol. Und Leute, mir reicht's jetzt. Ich sag jetzt mal Tschüss. Ich klinge mich mal aus jetzt. Das war's heute mit diesem Video, mit diesem Thema zumindest. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir hat es riesen Spaß gemacht, wie immer. Und wenn es am schönsten ist, soll man Tschüss sagen. Bis zum nächsten Mal.